Wenn die Hauptorganisatorin dieses Symposiums noch die Güte hätte, nach vorne zu kommen. Also ich hoffe, Sie haben alle gut gegessen und auch eine schöne Führung durch dieses herrliche Gebäude, noch dazu von der Sonne durchflutet, dass Sie das genossen haben und dass Sie sich jetzt bereithalten für die dunkle Seite unserer Geschichte, die allerdings, so viel kann ich schon voraussagen, von einer sehr hellen Stimme oder einer sehr angenehmen Persönlichkeit vorgetragen wird. Das mag die Sache etwas angenehmer werden lassen. Wir wollen jetzt uns damit beschäftigen, wie Bildung, wenn sie ideologisch verengt ist oder wenn sie autoritär eingesetzt wird, manipulieren kann und wie sie sozusagen zutiefst eindringen kann in die menschliche Seele und ins menschliche Leben. Und wir haben dafür eine Dame, eine Historikerin und Journalistin gewinnen können, die darüber auch zuletzt ein Buch geschrieben hat, die sehr viel historische Erfahrung als Historikerin hat. Sie hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, das ich als Historiker sehr geschätzt habe, die Rolle des Adels im österreichischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Aber sie hat auch als Journalistin und Autorin selbst manchmal Dinge erlebt, die wahrscheinlich nicht so angenehm waren, wenn sie als Christin ihren Glauben nicht versteckt hat, wenn sie die Redaktion betreten hat oder nicht bei der Garderobe abgegeben hat. Gudula Walterskirchen ist eben promovierte Historikerin und hat unter anderem bei der Tageszeitung Die Presse sehr lange eine Kolumne gehabt, die viele von Ihnen kennen, und ist mittlerweile aber auch als Buchautorin sehr bekannt geworden. Das letzte Buch passt zum heutigen Nachmittag, Wie wir unfrei werden, der Weg zur totalitären Gesellschaft. Den gibt es auch am Büchertisch. Und ich brauche jetzt nur mal den Titel vorlesen. Bildung in totalitären Systemen, von der Indoktrination, Anpassung und Formatierung zur Kritikfähigkeit, Herzensbildung und Kreativität. Und die Frau Dr. Walterskirchen hat schon zugesagt, dass sie mehr Zeit für die Diskussion geben wird, die bei diesem Thema wahrscheinlich stark zu erwarten ist. Deswegen bitte ich Sie auch gern schon während des Vortrags zu überlegen, was Sie konzis zu welchem Thema fragen wollen. Liebe Gudula, danke vielmals. Ja, vielen Dank für die freundliche Einbegleitung. Hören Sie mich gut? Ich kann Ihnen zwei Sachen zusagen. Das eine ist, ich werde mich bemühen, dass Sie jetzt nach dem Mittagessen nicht einnicken. Das heißt, dass ich Sie wach halte oder wach mache. Und das zweite ist, dass ich den Vortrag doch trotz des düsteren Themas hoffentlich so anlegen kann, dass sich dann keiner aus dem Fenster stürzt. Also das ist nicht das Ziel. Sondern im Gegenteil, also mein Zugang ist, man muss die Dinge mal genau betrachten, wir haben es heute schon gehört und gesehen, einmal genau hinschauen, genau analysieren, was ist hier, was sehe ich hier, was nehme ich hier wahr, wie war das früher, das ist natürlich für einen Historiker eine wichtige Dimension. Wir haben ja die Möglichkeit, als Menschen aus Erfahrungen zu lernen. Wir müssen nicht, aber wir können. Und das Zweite ist natürlich, das ist mir auch ganz wichtig, einen Blick aber auch zu machen in die Gegenwart. Und ein bisschen weist dann auch das in die Zukunft. Und hier werde ich auch etwas unabgesprochen an meinen Vorredner anknüpfen. Also hier gibt es einige Ideen, auf die wir offenbar unabhängig voneinander gekommen sind. Aber ich natürlich aus ein bisschen einem anderen Blickwinkel als ein Theologe. Das Thema klingt jetzt sehr kompliziert, andererseits auch irgendwie selbsterklärend. Das heißt, im ersten Teil möchte ich Ihnen einen ganz kurzen Rückblick machen, wie Bildung, in dem Fall kann man überhaupt von Bildung sprechen, in Systemen funktioniert hat und funktioniert, die nicht demokratisch offen und auf einer freien Gesellschaft aufbauend sind. Ich habe mich hier ganz stark auseinandergesetzt mit einer tollen Frau, die ich sehr verehre, Hannah Arendt, sagt Ihnen wahrscheinlich allen etwas, und die hat in diesem Bereich sich aus eigenem Erleiden und Erfahren, aber auch aus ihrer unglaublichen intellektuellen Dichte und Größe sehr eingehend mit dem Thema Totalität beschäftigt. Als Jüdin musste sie aus dem nationalsozialistischen Deutschland fliehen, hat es aus ihrem eigenen Leib erlebt, wie das ist, wenn man da plötzlich, ja, man selber ändert sich nicht, aber alles rundherum ändert sich plötzlich.
und aus dieser Repression geflohen ist und dann aber nicht verzweifelt ist, sondern dann letztlich im US-Exil eben dieses bahnbrechende Werk über die totalitäre Gesellschaft bzw. über die Totalität geschrieben hat. Und hier hat sie einen ganz wichtigen Unterschied bzw. eine Analyse getroffen, was eine totalitäre Gesellschaft oder so ein System überhaupt ausmacht. Wir kennen Diktaturen, Regime, absolutistische Monarchien, was auch immer, hat es immer gegeben. Das heißt, das ist eine Herrschaftspraxis, wo der Mensch nicht selbstbestimmt ist, die Demokratie bzw. unsere republikanische Verfasstheit, das ist ja eine relativ neue Form, aber auch die Demokratie gab es nicht überall und immer, sondern war eigentlich immer ein Minderheitenprogramm in der Geschichte. Und das ist eigentlich letztlich auch heute noch. Ja? Also wenn man sie zumindest nach unserer Auffassung bzw. nach der Auffassung auch unserer Vorbilder in der Antike betrachtet. Und sie hat hier festgemacht, dass, und darum sind wir dann auch gleich beim Thema Bildung, ein Regime, also eine Diktatur, will das Verhalten der Menschen kontrollieren, ihre politische Einstellung beeinflussen, eine Unterwerfung quasi. Das heißt aber, wenn sie sich außerhalb des politischen Raumes bewegen oder in ihrer Privatheit, ja, sind sie eigentlich relativ unbehelligt. Also wenn sie nicht dagegen reden, ja, gegen den Diktator aufstehen und auf die Straße gehen und demonstrieren, können sie eigentlich sonst in einem gewissen Rahmen ihr Leben leben, wie sie das möchten. Ein totalitäres System ist etwas völlig anderes. Das will nämlich nicht nur den Menschen in seinen Handlungen oder in seinen politischen Anschauungen beeinflussen oder bestimmen, sondern das will den Menschen als Gesamten durchdringen. Das heißt, das will nicht nur sein Verhalten, sondern das will sein Denken, sein Fühlen, seine Privatsphäre, ja sogar bis hinein in die Träume, da komme ich dann nachher noch dazu, beherrschen und kontrollieren und steuern. Das heißt, das ist eben das Totale dran. In einem totalitären System gibt es keine Privatheit. Und wir haben im 20. Jahrhundert, und darum auch Hannah Arendt als eine berufene Analytikerin dieses Zustandes, ja zwei solche Systeme gesehen in ihrer Ausprägung, nämlich auf der einen Seite den Nationalsozialismus und auf der anderen Seite den Kommunismus. Und wir haben auch gesehen, was diese Systeme mit den Menschen machen. Nicht nur, dass es in Kriege gemündet hat, in Gewalt, sondern auch, was sie mit den Menschen gemacht haben. Mit ihrem Verhalten, mit ihrer Einstellung auch zu ihren Mitmenschen, mit dem Sozialleben. Das hat alles durchdrungen und das hat mit jedem Menschen etwas gemacht. Es gab in diesen Systemen niemanden, der sagt, also, aha, da war irgendwas, also, hat mich nie interessiert. Ja. Ich kümmere mich nicht um Politik und darum geht mich das nichts an. Das geht in so einem System nicht. Und sie führen zwangsläufig zu Zerstörung, nicht nur von Kulturgut oder von Materialien oder von Häusern oder Krieg, sondern zur Zerstörung des Menschen und seines Menschseins, seiner Menschlichkeit. Und darum sind auch diese Auswirkungen dieser Systeme, und ich benenne bewusst immer beide, weil heute wird oft so getan, wir erleben sie heute gerade in der Tagespolitik, dass manches wieder salonfähig wird, ja, offenbar. Aber diese Systeme sind eigentlich, und das betont auch Hannah Arendt zu Recht immer wieder, sie sind in sich eigentlich ident in ihrer Systematik und in ihrem Anspruch und in ihrem Menschenbild, in ihrem pervertierten Menschenbild, muss man sagen. Und geändert hat es mit der Vernichtung des Menschen und der Menschen durch Krieg, durch Gulag, durch Konzentrationslager. Ja? Das heißt, letztlich gibt es kein Überleben in so einem System, wenn man sich nicht komplett unterwirft. Und auch dann überlebt man nicht, weil man dann nicht mehr der Mensch ist, der man eigentlich ist. Ja? Also das ist jetzt sehr düster. Aber ich denke mal, es ist wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, dass man nämlich auch von heute, von dieser Distanz, weil ja kaum mehr Überlebende aus dieser Zeit zur Verfügung stehen, die man fragen kann, wie war das denn, zu verstehen, dass auch das nicht einfach kommt und geht, sondern dann solche Systeme hinterlassen tiefe Spuren in den Menschen, in einer Gesellschaft, im Zusammenleben, im Denken, im Fühlen, im Handeln und auch in dem, wie dann die Zukunft gestaltet wird. Man hat damals gesagt, reden wir nicht mehr über diese schreckliche Zeit. Ja, das war wahrscheinlich keine gute Idee, aber es war halt auch so monströs, das musste man sich für sich selber erst einmal ordnen. Also ich möchte niemals ein Urteil fällen, ja, oder das Fallbeil, ein moralische Fallbeil hier schwingen, weil man kann sich dem auch gar nicht entziehen.
Und das ist ein Prüfstein auch für jeden Menschen, weil in so einem System lebt, es gibt es ja auch heute noch, auf das komme ich gleich, also ich hätte mir nie gewagt zu sagen, dass ich in so einem System lebend offen dagegen gehalten hätte. Weil damit haben die Menschen wirklich alles riskiert, ja? Vor allem ihr Leben. Also das ist so ein bisschen so der Rückblick. Ich soll ja nur Anreize geben. Das Zweite ist jetzt, da möchte ich auch gleich in die Gegenwart kommen, es gibt ja heute auch totalitäre Systeme, die leicht erkennbar sind. Und es gibt welche, die sind nicht so leicht erkennbar. Leicht erkennbar ist zum Beispiel Nordkorea und China. Die sind so die Ausprägung von kommunistischen totalitären Systemen, wobei die Ideologie letztlich ja eine Nebenrolle spielt, sondern es geht um das System an sich. Der Mensch soll dort total beherrscht werden. In China macht man das schon sehr stark mittels ausgefeilter technologischer Mittel. Ja, also Sie kennen das ja alle aus den Medien und es gibt ja auch viele Berichte mittlerweile darüber, wie das funktioniert. Das ist eigentlich eine Dystopie, die Wirklichkeit geworden ist. Also Orwell hätte sich in dieser Form gar nicht ausdenken können, aber er hat es schon vorausgeahnt. Und das wird dort mit immer mehr, mittels jetzt auch schon künstlicher Intelligenz, immer mehr ausgefeilt. Und da bin ich jetzt schon beim Punkt, nämlich, dass die Dinge, die eigentlich Menschen dienen sollten, gegen ihn verwendet werden. Also China kann man leicht erkennen, was hier auch passiert. Und hier kann man auch sehr gut studieren, wie totalitäre Systeme auch Bildung verstehen. Nämlich genau so, dass sie nicht dazu dient, den Menschen zu befähigen, dann einmal ein möglichst freies, selbstbestimmtes, geglücktes Leben zu führen, im Leben vorwärts zu kommen, ja, sich selber zu orientieren, ja, seine Werkzeuge zu bekommen, sondern Bildung ist Indoktrination. Also das heißt, und da sind wir am Vormittag, war kurz die Diskussion mit den neuen Menschen, ja. Also man macht einmal Tabula rasa, der junge Mensch soll aus möglichst allen sozialen Beziehungen herausgenommen werden. Darum war es auch in totalitären Systemen immer ganz wichtig, dass man die Kinder möglichst früh von den Eltern entfremdet hat oder auch immer noch entfremdet. Also nicht einfach betreut, sondern entfremdet, ja. Und möglichst früh auch beeinflusst. Also es gibt eine sehr interessante Dokumentation über Nordkorea, wo man auch sieht, wie die da auch unter Anführungszeichen unterrichtet werden. Also das geht schon los, also fast pseudoreligiös, ja, dass er schon in der Früh dem großen Bruder huldigt und der ist omnipräsent, ja, und das ist so quasi, das ist eigentlich Vater und Mutter. Ja, also das ist nicht nur einfach ein politischer Führer, den man halt an der Wand hängen hat und hinschaut oder auch nicht, sondern das ist Vater und Mutter in einer Person. Ja, also das ist eine völlig andere Form, was wir uns unter Bildung vorstellen und natürlich auch dann ideologisch. Und zwar, der Einzelne zählt nichts, es zählt nur die Gesamtheit und letztlich ist die Gesamtheit dazu da, also das Kollektiv, um dem großen Vater, Mutter zu huldigen, ja, beziehungsweise ihm zu dienen. Das heißt, umgekehrt, das ist jetzt aber nicht ein schönes Gemeinschaftsgefühl mit Solidarität, das ist ja immer was Freiwilliges. Ja. Solidarität kann man ja niemals verordnen, auch, so wie auch Liebe nicht verordnenbar ist, sondern das ist angeordnet. Es gibt keine Möglichkeit, hier eine Alternative zu wählen. Ja. Das ist vorgegeben und das wird vorausgesetzt und das wird eingepflanzt. Und das letztlich mit Zwang. Das heißt, man kann hier überhaupt nicht von Bildung sprechen. Und die Spuren, die das hinterlässt, ja, selbst wenn so ein System in sich zusammenbricht, sind natürlich weitreichend. Weil Sie können sich vorstellen, wenn das Vater und Mutter ist und plötzlich einmal eines Tages gäbe es denn nicht mehr, dann ist man faktisch elternlos und heimatlos und hat keine Familie. Die echte Familie zählt nicht. Und das ist auch ganz wichtig, man muss es ja nicht in dieser absoluten Ausprägung betrachten. Aber totalitäre Tendenzen erkennt man immer schon daran, wenn der Staat versucht, die Kinder und die Jugend den Eltern zu entfremden, ja, oder sogar gegen die Eltern aufzubringen. In dem Sinne, dass sie, und das hat Hannah Arendt auch sehr schön herausgearbeitet, nicht die Gemeinschaft sehen, also so wie wir sehen, also die Keimzelle der Gesellschaft, sondern der Mensch muss, die Gesellschaft muss atomisiert werden, hat sie das genannt. Und das finde ich ein sehr schönes Bild, eigentlich ein erschreckendes Bild. Also das heißt, lauter einzelne Atome, lauter einsame Individuen,
also nicht selbstentfaltende, sondern einsame Individuen, voneinander getrennt, möglichst wenig Kommunikation, Misstrauen, Denunziation, dem niemanden mehr vertrauen können. Und in dieser Einsamkeit ist der Mensch ängstlich und in dieser Ängstlichkeit ist er gut beherrschbar. Man sagt auch die schwarze Pädagogik, nicht so landläufig. Der Mensch ist empfänglich, gleich welchen Alters, je jünger, desto mehr, für Angebote bzw. für Indoktrination, wenn er Angst hat, wenn er einsam ist. Wenn Sie ein gutes familiäres Gefüge haben, gute soziale und freundschaftliche Netzwerke, dann werden Einflüsse von außen etwas abgefedert, weil sie tauschen sich dann aus untereinander. Kann das so sein? Wollen wir das so? Na, wir sehen das eigentlich anders. Ja? Wenn Sie aber ganz alleine sind, dann denken Sie sich noch dazu in Kombination mit Propaganda, wo alle dasselbe sagen, von allen Seiten. Naja, wenn das überall gesagt wird, dann wird es so sein. Und ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das so sieht und so denkt. Nicht? Wiederum Erinnerung an Orwell. Ja? Also diese Mechanismen funktionieren immer noch. Ja? Dann gibt es die zweite Gruppe, also die zweite Variante, das ist das nicht so sichtbare Totalitäre. Und hier, wie gesagt, knüpfe ich an den Vorredner an. Es gibt heute eine Ideologie, die sehr wirkmächtig ist. Yuval Harari wurde schon angesprochen. Er ist allerdings nicht ein einzelner Historiker, der irgendwelche verqueren Ideen hat und eine spezielle Interpretation von Geschichte, das sei ihm ja unbenommen. Man kann ja in Geschichte viel hineininterpretieren und das deuten. Ja, ist ein interessanter Gedankenansatz, den man diskutieren kann oder auch nicht. Sondern das, was dahinter steht, und das ist in seinem Buch, das wirklich überall aufliegt. Ich habe es gestern auch wieder gesehen am Flughafen, so Stapel überall. Diese Ideologie dahinter ist der Transhumanismus. Und das hat einmal nicht zu Unrecht Francis Fukuyama als die gefährlichste Ideologie der Welt genannt. Dieser Transhumanismus klingt, weil er ja den Humanismus im Wort hat, ja eigentlich aufs Erste wunderbar, nicht? Also der klingt so wunderschön und es geht um den vollkommenen Menschen und alles ist so flockig und alles klingt so logisch. Wenn man aber genauer betrachtet, ist der Transhumanismus, wie es eigentlich der Name in Wirklichkeit sagt, etwas, das den Menschen überwinden will. Das ist, der Mensch wird empfunden nicht in seinem Wert und seiner Würde, wie er ist, sondern als unzulängliches Wesen, dass er unvollkommen ist, wissen wir auch. Ja? Aber er ist, so wie er ist, ist er nicht in Ordnung. Er ist ein Mangelexemplar, ja, jeder für sich, ein Mangelexemplar, manches mehr, manches weniger. Und das muss optimiert werden. Und hier kommt etwas ins Spiel, was heute Vormittag auch schon angeklungen worden ist, nämlich dieser technische Aspekt. Das heißt, wie überwinde ich die Mängel eines Menschen? Also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, durch einen tragischen Unfall einen Unterschenkel verliere und dann ohne Krücke oder Rollstuhl mich nicht mehr fortbewegen kann, dann ist es doch eine großartige Sache, wenn ich mittels Technik eine Prothese habe, die ich mit Elektroden steuern kann, sondern dass man eigentlich gar nicht mehr merkt und ich selber vielleicht gar nicht mehr so merke, dass ich eine Behinderung habe. Also das ist eine, würde ich sagen, Ergänzung und Optimierung eines Mangels, der dem Menschen dient. Das ist ja etwas ganz Tolles. Dann gibt es aber die andere Art, und das meint der Transhumanismus, der Mensch als Mangelexemplar an sich. Das heißt, die Technik ist das Perfekte und der Mensch ist das Unperfekte. Das heißt, die Technik beherrscht dann letztlich den Menschen. Und da gebe ich Ihnen ein ganz gutes Beispiel dafür. Der Transhumanismus ist die Ideologie des Silicon Valley. Das kann ich ja wirklich so frank und frei sagen, weil es genauso ist. Also die diesen Transhumanismus, das heißt die Überwindung des Menschen, er darf nicht mehr krank werden, er darf gar nicht einmal mehr sterben. Der Tod ist ein technischer Fehler, den man überwinden kann. Ja, das ist die Ideologie dahinter, die sagen das auch so. An dem wird heftig gearbeitet. Die Kapazität des Gehirns ist viel zu wenig ausgelastet. Das heißt, das Gehirn wird verstanden wie eine Festplatte, wo man einfach optimiert und den Speicherplatz erweitert und die Leistungsfähigkeit erhöht. Und da gibt es ganz, das beschreibt Harari auch in dem Buch, ja, also Versuche mit irgendwelchen Elektroden, ja, die dann Gehirnareale reizen und dann wird man auf einmal leistungsfähiger. Ja. Oder auch, sie sagen auch, es gibt keinen freien Willen.
Der Mensch hat auch keine Seele. Es gibt nur Bewusstseinsströme. Und denen ist man eigentlich ausgeliefert. Also in dieser Logik, wie er es beschreibt, klingt es sehr nachvollziehbar. Nur es ist natürlich die Frage, und das klang auch schon an, was ist das für ein Menschenbild? Also ein willenloses Wesen, unvollkommen, im Bewusstseinsstrom und irgendwann vergehend und wird optimiert. Und wenn es nicht mehr optimierbar ist, dann ist dieses Wesen überflüssig. Auch das beschreibt er. Was tun wir mit diesen vielen, diese Frage stellt er tatsächlich, mit diesen vielen überflüssigen Menschen. Und die Mehrheit der Menschen wird überflüssig sein. Nicht nur, weil sie nicht mehr produktiv sind, so wie in der Vergangenheit, ja, und vielleicht auch umgeschult werden können auf andere Berufe, sondern weil sie einfach nicht optimierbar sind. Weil sie eben diesem Vollkommenheit und Perfektheitsideal nie entsprechen werden. Und dann ist die Frage, was passiert mit denen? Und diese Frage lässt er mehr oder weniger offen. Und das sollte Sorge machen. Also das heißt, Bildung ist in dem Fall Anleitung, Nützlichkeitsgedanke, Optimierungsgedanke. Und wenn ich mir heute, um jetzt auch den Bogen ein bisschen hinzubringen, auch zur Pädagogik und zu den Schulen, vor diesem Hintergedanken oder vor dieser Gedankenwelt sieht man dann vielleicht das Projekt von Laptop-Klassen und sonstigen Dingen oder von iPads ab der Volksschule nicht mehr so entspannt. Denn man könnte es ja auch so sehen, wenn der Mensch, das menschliche Gehirn, wie eine Festplatte ist und wie ein Computer funktioniert, bei einem Computer gibt es nur 0 und 1. Das heißt, das binäre Denken ist das Normale, quasi das Vorherrschende. Differenzierungen gibt es ja nicht. Es gibt nur gut und böse, richtig und falsch. Ja. Aber alles, was dazwischen ist, abgesehen von anderen Dingen, die man gar nicht so einordnen kann. Ja, wir haben heute über die Schönheit schon gesprochen. Ja. Wie definiere ich das in diesem binären System? Das heißt, diese Schablone ist extrem eng und ist eigentlich so eine Reduktion, dass dann fast nichts mehr übrig bleibt. Und wenn man das jetzt schon kleinen Kindern beibringt, dass sie dann nur mehr Multiple-Choice-Tests machen, ja, und nur mehr sagen, richtig, falsch, ja, nicht mehr mit der Hand schreiben, alles ist quasi am Laptop, man braucht dann nur noch googeln. Ja, Google ist übrigens ganz, ganz zentral in diesem transhumanistischen Projekt eingespannt, auch mit speziellen Projekten. Da gibt es eine eigene Universität im Silicon Valley, die Singularity University, die sich hauptsächlich mit diesen Optimierungsfragen beschäftigt, die sehr viel in KI investieren. An und für sich ja nichts Schlechtes, aber die Frage ist immer, was und wer dient wem? Ja? Und diese Frage ist im Transhumanismus eindeutig beantwortet. Also das heißt, das Gehirn dann faktisch zu einer Art, das kindliche Gehirn wird dann verstanden wie eine Festplatte, die man dann formatieren kann und sogar formatieren muss. Denn wenn ich nicht rechtzeitig anfange, dann schaffe ich ja nie eine optimale Ausbeute. Ja? Also das heißt, wenn ich es von dem her sehe, dann ist es eine bedenkliche Entwicklung, wenn das ausufert und wenn das zu früh beginnt. Das heißt, bevor ich noch andere Dinge wie soziale Kompetenzen, Kreativität, ist schon angesprochen worden, eine umfassende Bildung, die jetzt nicht zweckgerichtet ist, wenn das alles nicht mehr stattfindet oder kaum mehr stattfindet oder erst irgendwann einmal nebenbei stattfindet, dann wird wirklich der Mensch zu einer Art programmierbaren Wesen und damit auch zu einem steuerbaren Wesen. Nämlich der eigene Wille, den gibt es dann auch nicht. Ja, da gibt es auch schon Experimente, wie man den eigenen Willen quasi ausschalten kann, mit Stimulation von Belohnungsregionen im Gehirn. Ja. Das heißt, man weiß gar nicht, führt er alles aus. Ja. Das heißt, dahingehend ist es ein Fehler, es nicht zu lesen, wenn Sie das mitbedenken. Also ich habe es mit großem Interesse und letztlich auch mit Gewinn gelesen, denn das tatsächlich erklärt vieles, was heute passiert. Was man uns heute auch einreden will, was erstrebenswert ist. Also das heißt, mit der nötigen Vorsicht an diese Dinge heranzugehen und sich immer zu überlegen, ist das jetzt die Technik, die mir dient oder beherrscht die mich? Also zum Beispiel das Wort googeln kann ich schon gar nicht mehr hören, eine ursprünglich tolle Idee, aber mittlerweile das, was man auf Google nicht findet, gibt es nicht. Das habe ich oft gehört. Ja. Sagt, was Sie da schreiben oder sagen, das kann nicht sein, ich habe es gegoogelt und dort gibt es das nicht.
Na, Sie lachen, das ist wirklich so, ja. Aber Sie können zum Beispiel das ausprobieren, versuchen Sie mal einen Begriff, der irgendwie umstritten ist oder wo man den verschieden definieren kann, ja, geben Sie ihn mal bei Google ein und geben Sie ihn bei einer anderen Suchmaschine ein, was ist MetaG oder irgend sowas, ja, also was nicht Silicon Valley ist. Sie werden staunen, dass Sie nicht nur anders sortierte Begriffe oder Treffer kriegen, sondern völlig unterschiedliche Deutungen. Das heißt, diese Art ist nicht objektiv und ist natürlich auch, steuert uns. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, stelle ich jetzt dahin. Ja? Ich behaupte natürlich, es ist nicht zufällig. Aber es ist eine Beeinflussung und dahingehend ist es natürlich schon eine gewisse Entfernung auch von einem Ideal von Bildung oder einer Vorstellung von Bildung, wie wir sie haben. Also der Mr. Google weiß nicht alles. Ja, und zum Überbau noch ein bisschen, also als Beispiel eigentlich noch einmal, wo man diese Pervertierung dieses Gedankens auch noch sehr gut sieht, ist in den Bereichen, wo es geht wirklich um die Biologie. Der Mensch wird reduziert eigentlich auf die Biologie. Sie kennen das vielleicht, den Begriff des Biohacking, ja, also wo wirklich zum Beispiel mit dem Projekt Neuralink, ich weiß nicht, ob Sie von dem schon gehört haben, wo eben ins Gehirn Chips eingepflanzt wurden, bei Schimpansen, glaube ich, waren das, und wo man deren Gehirnleistung optimieren wollte. Also diese Versuche gab es schon. Und dann wurden Versuchspersonen gesucht. Und kurz bevor das in die humane Ebene kam, ist publik geworden, dass diese Schimpansen bei diesen Versuchen alle elendiglich eingegangen sind. Und obwohl man das gewusst hat, wollte man bei den Menschen weitermachen. Das kommt uns jetzt ganz gruselig vor, aber von diesem transhumanistischen Gedanken her ist es nur schlüssig. Weil ich meine, der Mensch muss sowieso überwunden werden. Damit zählt ja auch das Menschenleben an sich nichts. Ja? Das Unvollkommene schon gar nicht. Und da nähern wir natürlich uns auch schon sehr gefährlich der Idee der Eugenik an. Und da, glaube ich, spätestens da sollten die Alarmglocken schrillen. Also sowas kann nicht sein, dass wir das an unsere Kinder weitergeben wollen. Das heißt, ich halte hier ein Plädoyer gegen eine naive Fortschrittsgläubigkeit in dem Sinne, dass man sagt, alles, was technische Verbesserung ist und was praktischer ist und was leistungsfähiger ist, ist gleichzeitig gut. Das ist nicht so. Sondern wir haben mittlerweile einen Punkt überschritten eigentlich schon, wo schon Gefahr besteht, dass es wirklich den Menschen beherrscht. Das heißt, Technik, Computerleistungen, Suchmaschinen, alles wunderbar, aber alles mit Maß und Ziel und Vorsicht und dabei wirklich nicht das humanistische Ideal aus den Augen zu verlieren. Das wäre so ein bisschen mein Plädoyer und ich glaube, das wäre jetzt auch schon recht viel Futter für eine Diskussion. Darum danke ich erstmals für Ihre Aufmerksamkeit.